Er selbst war er derjenige, der die Kraft hatte. Ach so. Der Himmel ist blau. Sieht das nicht schön aus? Hallo, liebe Deutschlernende, zur nächsten Lektion von Authentic German Learning. Heute möchte ich euch einen Songtext vorlesen. Das Lied heißt Die drei Prüfungen und es wurde von der Band Schandmaul geschrieben. Ich liebe diesen Song und mir läuft immer ein Schauer über den Rücken, wenn ich dieses Lied höre. Ich bekomme eine Gänsehaut, weil ich der Meinung bin, dass die Botschaft des Liedes sehr wahr ist. Mir gefällt das Lied total und mich bewegt das Lied auch sehr. Das Lied geht folgendermaßen. Ob der unerfüllten Liebe läuft der Bursche in den Wald, wo eine alte Hexe haust, er findet ihre Hütte bald. Gib nen starken Liebeszauber, will alles dafür geben. Es warten erst drei Prüfungen, hält sie ihm entgegen. Bring mir den härtsten Fels auf Erden, bring mir den hellsten Strahl, bring mir den Quell des Lebens, löse deine Qual. Ja. Also nochmal kurz zur Zusammenfassung. Der Bursche, also der junge Mann, geht in den Wald und wir nehmen an, er ist verliebt und er will aber nicht viel tun, um die Frau, die er liebt, für sich zu gewinnen, sondern er möchte einfach nur einen Liebeszauber haben und dann braucht er nicht viel zu tun. Ein Liebeszauber, bumm, wie mit einem Fingerschnipsen will er sein Problem gelöst haben. Aber die Hexe sagt ihm, er muss erst drei Prüfungen erfüllen. Er muss diese drei Gegenstände finden. Den härtesten Fels, den hellsten Strahl und den Quell des Lebens. Auf der Suche, ich lese weiter, auf der Suche nach den Steinen zieht der Jüngling aus ins Land, doch er findet niemals einen, der nicht behauen von Menschenhand. Nach Jahren mühevoller Suche liegt er nieder, müd und krank. Als er im ungebrochenen Willen sich selbst als härtsten Stein erkannt. Auf der Suche nach dem Lichte steigt er hoch in stiller Qual, doch jede Hoffnung wird zunichte, er kann nichts nehmen vom Sonnenstrahl. Nach Jahren mühevollen Kletterns liegt er nieder, müd und krank.
als er im Spiegel seine Augen als hellstes Licht der Welt erkannt. Also mit den ersten beiden Prüfungen verlief es so, dass er lange gesucht hat und sehr viel Arbeit reingesteckt hat und sehr lange gesucht hat. Und am Ende hat er gemerkt, dass er sich selbst gesucht hat, dass er selbst das ist, was er suchte. Das Lied geht weiter. Und er sucht den Quell des Lebens, besessen von der Wissenschaft, doch die Suche ist vergebens, weil Wissenschaft kein Leben schafft. Nach langen Jahren des Studierens liegt er nieder, müd und krank, als er seiner reinen Liebe den Quell des Lebens hat erkannt. Also mit der dritten Prüfung ist es ganz genauso. Er sucht lange und erkennt sich selbst als das, wonach er gesucht hat. Das Lied geht weiter. Er steht nach Jahren wirrer Suche dort, wo er sich aufgemacht, also wieder bei der Hexe. Oft schon wollt ich dich verfluchen, sie habe mich dir mitgebracht. Die Alte lächelt, blickt zufrieden, die Augen strahlen hell vor Glück. Geh, du findest deinen Frieden, kehre ruhig nach Haus zurück. Das war das Gedicht oder beziehungsweise das Lied. Und die Botschaft meiner Meinung nach ist einmal, dass wir besser werden oder stärker oder wie auch immer man es nennen mag, wenn wir Arbeit, wenn wir Arbeit in etwas reinstecken, wenn wir ein Ziel verfolgen, wie dieser junge Mann. Er wollte Liebe finden und hat anstatt einen magischen Zaubertrank zu bekommen, hat er das Ziel verfolgt, etwas anderes zu finden. Oder wie soll ich es sagen? Er hat versucht, eine große Tat zu vollbringen. Vielleicht kann man es so sehen. Er hat versucht, eine große Tat zu vollbringen. Er hat sich auf die Suche gemacht nach etwas Wertvollem. Ja. Und ist dadurch gewachsen. Genau. Ich denke, das ist die Botschaft. Also einmal, er ist dadurch gewachsen, dass er sich aufgemacht hat, dass er Prüfungen bestanden hat, ist er gewachsen. Und die zweite Botschaft, die ich noch viel wichtiger finde, ist, dass wirklich er selbst die Antwort war. Er selbst war derjenige, der die Kraft hatte. Ja? Und ich hoffe, das war inspirierend für dich. Ich finde diesen Song immer sehr inspirierend. Deshalb wollte ich ihn mit dir teilen. Und ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ich hoffe, du hast ein bisschen Deutsch gelernt. Und dann sehen wir uns beim
nächsten Mal. Tschüss.